Liebe Schachfreunde, herzlich willkommen. Eine neue Folge Unglaubliche Studien und an meiner Seite, wie bekannt, wie wir uns schon vielleicht darin gewöhnt haben, Martin Minsky. Martin, was erwartet uns heute? Ja, das ist eine sehr patinahe Studie. Ein tolles Spiel. Und das ist ein, die Forderung ist, Weiß zieht und gewinnt. Und die Studie ist von einem rumänischen Studienkomponisten namens Arpad Rouge, der jetzt in Ungarn lebt. Und es ist auch ein sehr bekannter Studienkomponist, sehr erfolgreicher. Und seine Spezialität sind zum einen hier solche ganz natürlichen Stellungen zu finden und da absolut spektakuläre Züge zu finden, wo man denkt, also diese Stellung, das ist ja eine Partie. Also wirklich, hier hat er auch wieder was gefunden und ihr könnt euch darauf freuen. Ja, das ist wirklich sehr nah. Ja, schon vielleicht sage ich mal, das ist ein erster Preis vom Moskau-Turnier 2018. Ja, das ist wirklich recht Patina. Wir haben hier ein Turmspiel, Weiß hat zwei Bauern mehr, aber sein König ist ein wenig angeklemmt und Schwarz droht auch bereits matt, was den ersten Zug nicht so schwierig macht. Aber dann natürlich, wie es weitergeht, und da gibt es so einige Ideen zu entdecken. Und da seid ihr gefragt, ihr könnt gerne hier bereits das Video anhalten und euch mit dieser Studie befassen. Ja, gegen Turm A1 matt hilft nur König B1 und nach Turm B2 ist klar, wenn Weiß gewinnen möchte, muss er den König in die Ecke spielen, sonst wäre es einfach eine Zugwiederholung. Jetzt schlägt Schwarz den Bauern auf C2 und Weiß zieht nach vorne und auf den ersten Blick scheint es jetzt auch so, als könnte Schwarz diesen Bauern nicht aufhalten, aber er hat die Entgegnung Turm B2 und jetzt geht es eigentlich erst so richtig los. Wie kann Weiß auf diesen Zug reagieren? Und das ist, glaube ich, mit der schwierigste Moment in dieser Studie und hier könnt ihr euch gerne die Zeit nehmen und versuchen, den nächsten Zug oder die nächsten Züge herauszufinden. Gut. Ja, der Witz ist, es gibt eigentlich zwei Züge, die hier in Frage kommen und es gibt eine Lösung und eine thematische Verführung. Ja. Und das ist der Reiz dieser Studie. Also diese beiden Varianten abzuwägen, was ist jetzt das Richtige. Also man spielt eine Zugfolge und dann gibt es nachher auf der achten Reihe eine verschiedene, eine unterschiedliche Reihenfolge der dort stehenden Figuren. Und das muss man halt beachten. Das ist hier der. Wir können ja erstmal die Züge durchgehen, die nichts bringen. Also hier der Turmtausch beispielsweise, das führt nicht zum Erfolg, denn beide Seiten wandeln um und Schwarz hat direkt Dauerschach oder auf jeden Fall hat er das Remis. Das ist nicht der Weg. Natürlich würde man auch prüfen, was passiert, wenn ich mir eine Dame hole, aber hier nach Turm schickt er einen Schach. König A2, C2 kann Weiß nicht den Bauern einsammeln über ein Schachgebot und damit wäre es auch Remis. Die beiden Züge sind kein guter Versuch. Es bleibt ein Zug wie gut Turm C1, aber dann bringt Schwarz einfach den Turm auf die achte Reihe, stoppt hier die Bauern und der König kann sich auch annähern und es ist Remis. Und die beiden Züge, die du jetzt meintest hier, sind die Züge Turm F1 oder Turm H1. Ganz klare Idee, damit, wenn der Turm nach D8 zieht, dass dann Weiß entweder mit Turm F8 oder Turm H8 den schwarzen Turm wieder dort abgrenzen oder ausgrenzen kann. Ja, was ist jetzt das Richtige? Das muss man sich überlegen. Das könnt ihr jetzt nochmal überlegen. Was sind da die Unterschiede? Ein Zug gewinnt, der andere Zug führt zum Remis. Beziehungsweise, ja genau, führt zum Remis. Kann sogar zum Verlust führen, aber nur, wenn man sich unglücklich anstellt. Ja, der richtige Zug ist der Zug in die Ecke, Turm H1. Wollen wir vielleicht erstmal die thematische Verführung zeigen? Zeigen wir erstmal. Ich wollte dich gerade fragen, liest mal die Gedanken. Genau, Turm F1. Warum ist das nicht richtig? Schwarz würde jetzt nicht König schlägt F1 spielen, sondern Turm schlägt D8. König schlägt F1. Hier funktioniert es jetzt perfekt und da wird man wirklich auch verführt. Man sieht jetzt diese Variante, aha, der König steht auf F1. Jetzt, hier in der Variante, die wir eben gesehen haben, mit dem König auf G2, jetzt
Dame C4. Dame C4 gewinnt den Bauern auf C2 und Weiß gewinnt. Da wird man jetzt verführt, aber Schwarz macht nicht mit. Schwarz spielt stattdessen den Zug Turm D8. Und nun Turm F8. Logisch, das war ja die Idee, aber jetzt kommt Turm D1 Schach, König A2 und C2. Und nun sollte Weiß nicht selber umwandeln, tatsächlich. Nach G8 Dame verliert Weiß sogar, denn in dieser sogenannten vierten Partiephase, so wird es häufig genannt, nach Öffnung, Mitte, Spiel, Endspiel, hier die vierte Partiephase wieder mit Schwerfiguren, da ist ganz entscheidend, wer kann das erste Schachgebot geben. Und wie ihr seht, die weißen Figuren stehen unglaublich unglücklich. Es gibt kein Schachgebot, was keine Figur verliert für Weiß und von daher wird Schwarz jetzt gewinnen, denn der Weißkönig ist zu offen. Natürlich könnte stattdessen Weiß hier den Zug Turm C8 spielen, aber das würde letztendlich wieder nur zum Remis führen. Schwarz würde umwandeln und jetzt Turm D8 spielen, Turm G8 mit dem König nach oben laufen und es ist Remis. Also deshalb funktioniert Turm F1 nicht. Turm H1 ist schon, der richtige. Schon sehr, man muss tief gehen. Ja. Sehr witzig, ne? Dieser Turm in die Ecke. Also ich weiß nicht, ob man den überhaupt in Erwägung zieht. Also es, ja, guckt euch irgendwann, diese Züge an, die wir euch zeigen. Manchmal ist Turm H1, also praktisch entgegen der Intuition, der menschlichen Intuition, ist es der einzige Windzug. Das ist schon verrückt manchmal. Ja, und das ist dieses Thema der Kandidatenzüge, was einem noch immer wieder in den eigenen Partien begegnet, nämlich, dass man wirklich alle relevanten Züge betrachtet. Und in manchen Stellungen ist es relativ einfach und die Züge sind natürlich, sie liegen auf der Hand. Aber in anderen Stellungen, und da das genau wird geschult in diesen Studien, sind die Züge total verborgen. Und wenn man den Zug gar nicht mal betrachtet, nicht mal beachtet, dass es einen Zug gibt, dann kann man auch ihn gar nicht spielen, natürlich. Der erste Schritt ist überhaupt, das wahrzunehmen, dass es diesen Zug gibt. Und dann kann man ihn berechnen und dann findet man vielleicht heraus, aha, das ist hier der richtige Weg. Und so ist es mit diesem Zug Turm H1. Der erste Punkt ist, nach König schlägt H1, hier gibt es diesmal auch ein Schachgebot und zwar diesmal nicht von C4, sondern von H7. Das ist hier der wichtige Punkt und so wird der Bauer eingesammelt und Weiß gewinnt. Jetzt ist allerdings die Frage, was passiert in dieser selben Variante, die wir eben gesehen haben? Und dann ist die Anordnung hier diesmal besser für Weiß, denn der Turm steht nicht im Weg. Also es ist die gleiche Stellung, nur diesmal statt Turm F8 auf Turm H8. Genau. Was ist der Unterschied? Vielleicht noch ganz kurz der Vollständigkeit halber, Turm A1 Schach sollte man auch überlegen. Hier die Verführung, dass Weiß den Turm schlägt, aber dann würde Schwarz Dauerschach geben, er wandelt mit Schach um, aber Weiß zieht den König nach B3. Und jetzt ist das Feld defenfrei geworden. Weiß gibt zuerst das Schach und wird gewinnen. Und nun C1 Dame. Und hier sehen wir einen Unterschied. Der Turm steht nicht davor, wie in der vorherigen Stellung, sondern auf H8 und damit kann die Dame nach A8 gehen. Und ich hatte es eben gesagt, wer das erste Schach gibt in dieser vierten Partiephase mit Schwerfiguren, der ist häufig derjenige, der gewinnen wird und hier ist es nun Weiß und Weiß gewinnt. Und, wem ist das aufgefallen? Was hat Weiß jetzt geschafft in dieser Studie? Kurze noch, sag ich mal, Spaßfrage. Was hat Weiß mit diesem Zug erreicht? Das hat mir persönlich wieder so gut gefallen. Weißt du, ich habe da so, mir gefällt das, wenn noch sowas drin ist und vielleicht war es auch das Ziel von Ruß, aber ich glaube, das hat den Preisrichtern auch gefallen. Weiß hat jetzt alle vier Ecken des Schachbretts besucht mit seinen Figuren. Was dachtest du? Oder? Ja, nee, ich war gespannt, was du jetzt sagen musst. Ja, das also, stimmt, ja. Genau. Hier gehen wir mal durch. Im zweiten Zug war es König A1, also der König geht nach A1. Dann war es natürlich hier, der Turm geht nach H1. Dann geht der Turm nach H8. Und jetzt geht die Dame letztendlich nach H8. Also die volle Brettbreite wird hier auch genutzt bei der Studie. Ja. Und das ist, ja. Glaubst du, das war ein, sag ich mal, ein Ziel auch von dem Autor oder hat sich das einfach ergeben? Nicht. Also zufällig und nimmt man gerne, aber also die Idee war ganz klar,
Turm F1, Turm H1, mhm. diese beiden Varianten. Und das ist ja eine, man nennt das auch logische Studie, mhm. weil es also die, exakt die gleiche Stellung gibt mit einmal Turm links oder Turm rechts. Und dann muss man überlegen, also das ist ein, praktisch ein Auswahlschlüssel, ein logischer Auswahlschlüssel. Mhm. Das war die Idee und die ist sehr schön. Sehr schön umgesetzt. Also mir gefällt das vor allem, wenn da noch so ein Detail dabei ist, wie wir es auch in vorherigen Studien gesehen haben, mit einem Rundlauf oder vor und zurück oder wie jetzt hier, dass alle vier Ecken des Schachbretts besucht werden. Der Vollständigkeit halber sehen wir einmal, wie es hier zu Ende gehen könnte. Natürlich gibt es jetzt sehr viele Varianten. Der König könnte auf viele verschiedene Felder, aber ihr könnt es uns hier glauben, früher oder später, Dame und Turm sind einfach zu mächtig und werden den König zur Strecke bringen oder hier in diesem Fall jetzt beispielsweise Material geht verloren und Weiß gewinnt Thomas 4, gewinnt die Dame und anschließend die Partie. Ja, was doch so drinstecken kann in einem, sag ich mal, was auf den ersten Blick wie ein normales, relativ normales Turmenspiel aussieht. Richtig, also das hat dieser Komponist besonders, er sucht immer nach solchen Zügen in ganz partienahen, einfachen Stellungen und findet auch eine Menge. Also was ich vielleicht nochmal unten in den Kommentar nachher setzen werde, ist der Link zu seiner eigenen Seite. Also mhm. Abadrusch, der hat da auch ganz viele Studien, also wenn ihr euch dafür interessiert, seine Studien, aber auch geordnet nach Themen, nach verschiedenen Themen und da könnt ihr vielleicht, wenn ihr Lust habt, mal reinschauen. Also ich setze mal den Link runter und könnt da mal reingucken. Sehr gut, ja, macht das auf jeden Fall und lasst uns wissen in den Kommentaren, wie hat es euch gefallen, was habt ihr gesehen, was habt ihr mitgenommen und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, ciao. Tschüss.